How do you know which way is up when your whole life has been turned upside down? Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? This thing is a mess, but maybe I can fix it. If this beast will ever run again, the first thing it needs is a new battery. Wonder if I can find one around here. Sorry. Okay. Die Batterien jetzt also unseren. Also den Wagen, den wir später fahren werden. Und Mama hat uns geschrieben. Ja, wir wissen, dass er versucht zu tun, was er für das Beste hält. Aber er ist ein Idiot. Definitiv. Und ja, wenn es ihr nicht gefallen hat, warum hat sie es ihm dann nicht gesagt? Er hat so dargestellt, als wäre es... ja, eine gemeinsame Idee. Und ja, wir würden ihn gerne vergessen. Vielleicht brauchen wir unsere Mutter. Wie wär's denn damit? Max, hast du schon mal jemanden gehasst wie die Pest, nur um rauszufinden, dass er eigentlich viel cooler ist als angenommen? Ja, ich auch nicht. David hat es sich in seinen verfluchten Kopf gesetzt, dass er bei mir hart durchgreifen muss. Also musste ich auf dem Schulparkplatz meine Taschen für ihn leeren. Ich spielte mit, aber nur um ihn von Mama wie einen Idioten aussehen zu lassen, da ich nichts dabei hatte. Es ging nach hinten los, denn jetzt zieht David in mein altes Haus ein. Ich sage altes Haus, denn wenn er da ist, bin ich es ganz sicher nicht. Oh, ich liebe Elliot über den Weg. Er steht immer noch total auf mich. Jeder will was von Price. Chloe, die Geißel der Faschisten. Ja. Gut, Was haben wir denn hier überall? I think I'm all smashed out. For now. Oh je. Wollen wir wirklich? No. Auto? Not going over there. Ja.
Oh Gott, ich hatte es ja geahnt, dass es nicht nur ein Auto ist, was so aussieht. Cigarettes. Okay. It's all fun and games till this guy enslaves everyone. Okay. Das Feuer geht irgendwo hin. Nearly all great art is made on the insides of car hoods atop ships in the middle of junkyards. Dann bewegen wir uns mal. What do I want to tell my fellow sailors of the seven trash heaps? Got it. I can't believe Rachel set that fire. I don't think she meant to, but I also don't think she didn't mean to. Crazy that something so destructive can also be so beautiful. Or a fire that began in a trash can could grow to light up the entire sky. In conclusion, fire. Pretty sweet. Cool, ja, aber vielleicht auch ein bisschen zerstörerisch und eigentlich genau das, was ihr gerade mag. Von daher. All that I wanted was an unwanted. All.
in a corridor. Dann immer wieder runter. Und dann hier lang. Und der Roboter. These magazines are so gross. Who would look at this? Okay, I'm still looking, but it's only because I'm so fixated by how weird it is. Glaube ich, geh aufs Bad, Chloe. And up next, a local band called Pisshead is blowing minds and speakers throughout the bay. Here's their new single, Nothing Wrong. A pirate flag? Wonder if there's treasure buried nearby. I know one fire that doesn't need any poking. You're a long way from the country club, guy. Oh, hier eine ganze Menge an. Nein, da wollen wir nicht lang gehen. Frag mich. Also bei den Autos. Vermutlich gar nicht erst schauen, aber. There's got to be a battery under one of these car hoods. Ja, right? Nachdem wir uns die Fotohaufen nicht wirklich anschauen können, da wollen wir ja gar nicht erkennen, dass hier das komplett verrostet. Jetzt ist mein nächstes doch mal der Bus gewesen. Guess I was pretty pissed at Rachel last night. Amazing that someone I just met could have made me this angry. Max and I used to go there all the time as kids. I think it shut down, but who knows? I guess I'll never ride one of these again. That's so awesome. Don't tell me what to do. You're a long way from the beach. Aber die muss auch passen. This thing looks somewhat new. Maybe the battery still works? What are you trying to hide under their hood? Sag mal, meine Frage, dieser Truck hier nur eine Wegfahrsperre hat.
Wow. Shitty ride, drug dealer. Really thought crime paid better. This vehicle has been seized and impounded in execution of a warrant order. This vehicle is destroyed and impounded in accordance with the authority provided by Rule 42 of the Oregon Magistrate Court Rules in pursuance of Section 2-1 of the Narcotics Damage Act of 1985. With an offense to, without lawful excuse, destroy, damage, or tamper with this property. Das ist dann schon wirklich der Grund, warum wir nicht einfach dieses Gefährt nehmen. Und einfach nur den Reifen wechseln? I don't know. Aber jedenfalls nehmen wir hier mal die Batterie. In official car speak, this is the thing that makes the other things do their things. Here we go, the pick of the litter. Dann gehen wir zum Auto zurück und bauen sie mal ein. This thing needs more love than I can give right now. In the meantime, maybe I can spruce it up a bit. Probably a good idea to cover over this with something. While an escape hatch could be nice, I should probably cover over this massive hole. Maybe there's another light bulb I can put in here. Dann schauen wir mal. Hätten wir schon die Piratenflagge okay. gesehen? Let's see what else this trash heap has to offer. Und das andere. This could cover that torn seat and look awesome doing it. Light the way, Robobulb. Mm-hmm.
bist du? A pirate flag? Wonder if there's treasure buried nearby. Können wir das nicht nehmen? Also soll dir das doofe Handtuch verloren haben? Wir könnten beides nehmen. Better head back to the truck. Leave no trash box unopened. That's my motto. Sing your song, tiny man. Wenn du nicht zu dem Boden. Vielleicht hat dieses Wolf drin. Four or something. Not done. Wohin muss mit dem Handtuch? Ich dachte, wir könnten das eine auf den Sitz legen und das andere irgendwie dann über die. Über die Rücklehne. Ah, oh, wir hätten zuerst. Nee. No. You can hang here, but I get to pick the tunes, okay? Good talk. This thing looks like a rusted out shopping cart. Probably drives like one too. That's if it ever does drive, which seems questionable. Still, how sweet would that be? Yeah? Bryce, it's Frank. Oh. Hey, Frank. What's up? Yeah, just checking in to see how you're doing. Really? No. Listen, we've got some business to discuss. Where can we meet? What about? Oh, like drugs? Bryce. I'm hanging out in the junkyard, north of town. A junkyard? That's great. Stay there, I'll see you soon. Okay. And Frank? I'm not in trouble or anything, right? I don't know. Did you do anything you should be in trouble for? Like, in general, or to you? I'll see you soon.
Time for a hard-earned smoke break. You only get one chance to make a first expression. The eye sees all. Ich würde gerne das Handtuch austauschen. Vielleicht würden wir es irgendwie für den Sitz nehmen und die Flagge dann für die Rückwand und ach. Ach. Und der Handtuch. Than you have buried childish.